Genau, wir sind Smocket und wir haben ein Problem behandelt, das wahrscheinlich jeder schon mal wenigstens miterlebt hat. Und zwar, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und man kauft vielleicht schon Weihnachtsgeschenke und die ersten Böller. Und auf einmal kommt mit der Post etwas, was man nicht so gerne in der Post hat, und zwar eine Rechnung. In dem Fall die Stromrechnung. Und da stehen Beträge drauf, die hätte man lieber gerne auf dem Konto, wie sie zu bezahlen. Und ja, man fragt sich natürlich, wo kommt jetzt dieser Betrag her? So viel Strom habe ich doch vielleicht gar nicht verbraucht. Ja, um sowas vorzubeugen, haben wir Smocket entwickelt. Ja, und das ist unser Produkt. Also Steckdosen gehören ja zum Alltag, jeder benutzt sie. Aber ein Problem ist, dass der Standby-Modus bei Geräten ziemlich ineffizient sind, da sie ja immer noch an sind, auch wenn man sie im Moment nicht benutzt und dabei Strom verbraucht. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man unnötigen Stromverbrauch denn vermeiden? Also unser Ziel ist, dass bei Aktivierung der Steckdose dass die Steckdose aktiviert wird, wenn wir sie annähern, dadurch, dass wir uns mit dem WLAN verbinden. Und wenn wir uns wieder vom WLAN trennen, sollen die Steckdosen dann wieder deaktiviert werden. Und somit können wir dann Energie sparen. Smocket ist sehr universell einsetzbar, auch dadurch, dass man ja Steckdosen eigentlich überall vorfindet. Besonders praktisch wäre es zum Beispiel zu Hause und im Büro oder halt an Sachen wie Fernsehern und Haushaltsgeräten, die auch im Standby sehr viel Strom verbrauchen. Ja, kommen wir mal zur Technik dahinter. Wir haben lange überlegt, wie wir das Konzept dahinter gestalten und haben dann gesagt, dass wir eigentlich ein zentrales Steuerungssystem nehmen. Die Zentrale ist in dem Fall ein Raspberry Pi, den haben wir jetzt nicht hier, der hängt an der Seite. Der macht ein eigenes WLAN-Netz auf. Jetzt, das liegt an den Testzwecken, hat ein eigenes WLAN-Netz auf. Falls vielleicht schon jemand aufgefallen ist, das heißt Smocket Network. Und es ist so, auf diesem Raspberry Pi läuft ein Web-Server, also in dem Fall ein Apache-Server und ein MySQL-Server. Und unsere App kommuniziert dann, sendet Anfragen an den Web-Server und der wandelt dann das Ganze in die jeweiligen Befehle um, schreibt dann oder funkt dann ein Python-Skript an, was dann die GPIO-Pins steuert. Diese sind über ein Relay mit einer Funkfernbedienung verbunden, die dann eine Funksteckdose steuern. Wie gesagt, das ist das Konzept dahinter, was wir wie wir verfolgt haben. Wir haben am Ende auch noch Ideen dafür und deshalb ist es jetzt vielleicht etwas umständlich aufgebaut. Ja. Genau, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie funktioniert dieses System überhaupt? Ich habe jetzt mal zwei Punkte markant gemacht, und zwar einmal der Endbenutzer, das könnten Sie mit Ihrem Smartphone sein, und einmal natürlich eine Steckdose. Und diese Steckdose deckt nur einen bestimmten Bereich im WLAN ab. Jetzt kommen wir zu dem Fall, dass der Endbenutzer in diesen Bereich reinkommt. Dann geht die Steckdose automatisch in den Zustand, in dem sie war, als der Endbenutzer den Bereich verlassen hat. Gehen Sie das erste Mal in diesen Bereich rein, ist sie automatisch aus. Sie wurde ja noch nicht aktiviert. Und genau, das kann man am Ende nochmal steuern, ob man das jetzt an- oder aushaben will. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt raus, weil man es mal ausmachen will, sondern das lässt sich alles natürlich steuern. Ja, zu dieser Steuerung haben wir eine App geschrieben. Wir zeigen Ihnen die mal ganz kurz. Also hier sieht man die. Normalerweise. Oh, Entschuldigung. Also normalerweise hätten wir die auf einem Handy, aber damit Sie das besser sehen, haben wir das jetzt einfach in einem Emulator. Kurzen Moment. Es ist so, also das ist die App. Hier sieht man aufgeführt alle Steckdosen, die wir kennen. Das sind jetzt in unserem Fall erstmal drei. Sortiert sind die nach Zimmern. Wir haben jetzt erstmal nur ein Zimmer, das Wohnzimmer. Man sieht hier links immer den Namen der Steckdose und den Status rechts. Wenn man hier auf den Namen klickt, bekommt man mehr Informationen über die Lampe und kann sie auch umbenennen. Hier über dieses Symbol. Das wird dann auch direkt aktualisiert. Und wenn man auf den Status hier rechts klickt, dann ändert sich der Zustand.
11. Ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie sieht es in der Zukunft aus? Weil das, was wir jetzt in diesen paar Tagen entwickelt haben, ist eigentlich nur das Konzept, wie ich schon erwähnt hatte. Und wir haben uns noch viele Ideen, uns sind noch viele Ideen eingefallen darüber, was man vielleicht noch machen könnte und vor allen Dingen, wie man auch die Sicherheit verstärken könnte. Denn wir wollten das eigentlich so machen, dass man nur mit einem Gerät das Ganze steuern kann, um die Sicherheit zu fördern. Aber auch ist es vielleicht etwas umständlich, wenn man ein zweites WLAN-Netzwerk hat, um die Steckdosen zu aktivieren. Und deshalb fehlt uns noch die Funktion, dass man das ins vorhandene WLAN-Netz einbindet und dort dann automatisch erkennt, ob das Admin-Gerät da ist oder nicht, also ob man jetzt zu Hause ist oder halt nicht. Das sind noch viele Ideen und deshalb laden wir euch und alle, die das Video sehen, ganz herzlich ein, mit uns weiterzuentwickeln. Das kann man nicht ganz erkennen, aber auf GitHub findet man das Mockit Repository und wie gesagt, wir laden euch herzlich ein, weiterzuentwickeln, mit uns weiterzuentwickeln und ja, das war's. Dankeschön. Danke. Ganz kurz, bevor wir auch noch gleich zeigen, dass wenn wir aus dem WLAN rausgehen, das auch wirklich ausgeht, wollten wir uns noch bei unserem Mentor bedanken. Es war eine Ehre, mit Ihnen gearbeitet zu haben, Herr Benjamin. Und ja, und jetzt, wenn Tjark gleich das WLAN deaktivieren wird, werden wir auch sehen, dass die Lampe danach auch ausgehen wird. Haben die dich gesiezt, Benjamin? Es liebt jetzt kurz. Ja, das macht ihr gerne, weil ihr seid viel zu höflich. Mich wurde auch ein paar Mal gesiezt. Muss gar nicht sein. Okay, das ist natürlich jetzt wieder ein Vorführeffekt. Das Problem ist noch, dass es jetzt darauf läuft, dass ob jetzt überhaupt WLAN-Geräte angemeldet sind, wahrscheinlich irgendeiner von uns mit seinem Handy noch drin ist. Deshalb die Lampe jetzt nicht ausgeht, aber ich kann euch sagen, es hat unter Laborbedingungen mal wieder natürlich funktioniert.